Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier um die Traumwelt von König Jorun gekümmert. Und heute geht es weiter, weil Sturmgraue Augen hat noch was zu sagen. Wir sind noch am Leben. Ich hätte nie gedacht, dass all das so enden könnte. Jetzt brauche ich ein wenig Ruhe zum Studium der Ternion-Mönche und der drei alten Götter. Faszinierend, all das. Und ehrlich gesagt, möchte ich eine Weile keine Träume mehr betreten. Habt ihr euch vom Traumpfad erholt? Mehr oder weniger. Dank meiner Ausbildung und meiner Erfahrung, mir wurde beigebracht, zu lernen, zu verstehen, zu überleben. Der Skaldenkönig hat diese Dinge auch für sich entdeckt. Anführer wie Jorun sind selten. Er ist ein Anführer, der zuhört. Wo ist König Jorun jetzt? Ohne Zweifel will er Ruhe finden und sich mit seinen Beratern austauschen. Tane, Anführer des Ebenherzpakts, sicherlich auch andere Adelige. Es gibt ein großes Lager im Nordosten. Die Soldaten nennen es Joruns Wehr, nicht weit von dem Ort, den man Skuldafen nennt. Ich werde nach Joruns Wehr gehen. Ja, sobald ich weiß, wo das ist. Zum einen muss ich hier mal wieder umstellen und zum anderen ist es, glaube ich, gar nicht auf der Karte, oder? Doch, das ist tatsächlich hier irgendwo unten. Dann schauen wir doch mal. Wir gehen jetzt erstmal kurz den Wegschrein hier frei machen, damit damit schon mal nichts mehr passieren kann. So. Und dann zeigt ihr mir an, dass ich wieder durch die Höhle zurück soll. Es ist aber gemein, wenn ihr mir hier immer irgendwelche Blumen. Ah, ja, wegen dem Portal. Okay. Okay, dann sind wir wieder hier und dann ist die Frage, wo wir jetzt rum müssen. Wir schauen mal. Gehen wir erstmal nach draußen. Oder holen uns vorher noch das Rubidit-Erz. Was in dem Fall jetzt logisch ist, dass das in der Höhle ist. So, jetzt müssen wir aber mal schauen. Genau, das ist nämlich hier rechts. Das dachte ich mir schon, dass das was weiter weg ist. Direkt in der Nähe vom Wegschrein Jorunds Wehr, passenderweise. Dann werde ich da mal eben hinreiten und wir sehen uns gleich dort wieder. So, wir haben Jorunds Wehr erreicht und da ist auch schon eine Füchse, mit der wir reden müssen. Wohlan, Champion. Ist das hier Jorunds Wehr? So ist es. Und eure Ankunft kommt nicht unerwartet. Ich habe auf eure Ankunft gewartet. Warum habt ihr mit uns gerechnet? Prinz Irnskar hat mir befohlen, Wache zu halten. Er möchte mit euch sprechen. Er ist auf dem Wehrgang am Osttor und behält die Bewegungen der Truppen von Filtgor Orktane im Auge. Ich werde Prinz Irnskar finden. Hier ist es ruhig, fürs Erste. Was irgendwie gar nicht zusammenhängt. Ist der Skaldenkönig hier? In der Tat. Die Soldaten nennen diesen Ort Joruns Wehr, da König Jorun entschlossen ist, den Orktane von diesem Feldlager aus aufzuhalten und den Frieden in Ostmarsch wiederherzustellen. Hat König Jorun sich von dem Gift erholt? Der Mordversuch hat die Befehlsgewalt des Skaldenkönigs nicht geschmälert, wenn ihr das meint. Die Heiler der Dunkelelfen kümmern sich um ihn und er wird jeden Tag kräftiger. Kommen die Anführer des Pakts mit Prinz Irnskar aus? Es gibt noch leichte Spannungen. Der Prinz erhob Anschuldigungen, als der König vergiftet wurde. Und das hat der Sache nicht wirklich geholfen. Man muss Prinz Irnskar jedoch zugestehen, dass er versucht, die Wogen zu glätten. Okay. So, wo müssen wir denn als erstes hin? In die Richtung. Nee, das ist jetzt wieder Die eine andere Gilde braucht Quest. eure Hilfe. Nein, lass mich in Ruhe. Jetzt stalkt die mich sogar noch hier. Geh weg.
Wohlan, meine Freundin. Wie geht es dem Skaldenkönig? Mein Vater ist noch vom Gift geschwächt, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Ich regle die Dinge hier, während er seine Kräfte sammelt. Ich muss das Vertrauen unserer dunkelelfischen und argonischen Verbündeten zurückgewinnen. Mein bedauerliches Handeln an der Feste Amol hat sie argwöhnisch gemacht. Wie kann ich helfen? Redet mit den ranghöchsten Anführern des Pakts im Lager. General Jewet Noramil von den Dunkelelfen und der argonischen Anführerin Augen aus Stahl. Schaut, was wir tun können, um die Stärke des Pakts zu demonstrieren. Wie ihr wünscht, Prinz Irnsgar. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Lauer mir nicht überall auf! Ich will erst hier den Pakt abschließen, bevor ich die Sachen mache. Ihr seht fähig aus. Ach so, schon wieder rausgeworfen, ne? Oh, das nervt. Oder Augen aus Stahl. Wieso nur mit einem... Wobei, die heißt Ularen. Du bist nicht meine Hauptquest. Nee, mit dir kann ich jetzt gerade nicht reden. Das ist oben, glaube ich, gewesen. Warte mal. Du müsstest Augen aus Stahl sein. Kriege kommen und gehen, aber der Hist überdauert. Prinz Irnsgar hat mich gebeten, mit euch zu sprechen. Ein Krieg zieht auf wie ein Sturm und der Prinz braucht unsere Hilfe. Warum sollte ich ihm und seinem Champion vertrauen? Vielleicht wird ein kleines Gespräch mir zeigen, aus welchem Holz Irnsgars Fürsprecherin geschnitzt ist. Macht ein Krieg eine Person stärker? Das hängt davon ab, ob der Krieg gewonnen oder verloren wird. Eine naheliegende Antwort. Eine andere Frage. Was leistet zu Kriegszeiten die besten Dienste? Ein starker Wille oder ein starker Körper? Die besten Dienste, hat sie ja gesagt. Also sage ich jetzt mal, ohne Mut und Einsatz ist ein Soldat nutzlos. Eine wohlüberlegte Antwort. Ich sorge mich, dass Prinz Irnsgars engstirniges Denken gefährlich ist und den Erlassen zuwiderläuft, die diesen Pakt geformt haben. Der Prinz hat aus seinen Fehlern gelernt. Er hätte beinahe seinen Vater verloren. Eine interessante Ansicht. Lernen, indem man etwas verliert. Ich denke, auch der Sturmfaustkommandant Halt Bitterklinge könnte dadurch lernen, wenn er etwas verliert. Seinen Kopf zum Beispiel. Zumindest würde es seinen Truppen eine wichtige Lektion erteilen. Fürchtet den Ebenherzpakt. Den wollen wir aber nicht fürchten. Wir wollen ja alle drei zusammenbringen. Ich werde euch den Kopf von Bitterklinge bringen. So, der war meines Wissens nach aber... Moment, sprech mit General. Achso, mit dem muss ich vorher dann noch sprechen. Okay, dann kann ich den Kopf noch nicht holen. Hallo! Du bist nicht General Bitterklinge, du heißt anders. Nun? Steht nicht einfach herum und starrt mich an. Ich bin sehr beschäftigt und habe keine Zeit für Nettigkeiten. Ja, mir ist gerade übrigens aufgefallen, Bitterklinge war natürlich der, dessen Kopf ich mitbringen sollte. Prinz Irnsgar hat mich gebeten, mit euch zu sprechen. Ihr erledigt Botengänge für das Prinzlein, ja? Und ich bin nicht euer Erster. Laut meinen Gehilfen habt ihr zuerst der Echse einen Besuch abgestattet, bevor ihr zu mir gekommen seid. Ich schätze, Irnsgar möchte uns seine Treue zum Pakt versichern. Er will etwas von diesem grässlichen Met schlürfen und mögliche Strategien besprechen. Der Prinz hat einen Fehler gemacht. Nun möchte er seine Verbündeten beschwichtigen. Worte bedeuten gar nichts. Ein Blutkontrakt hingegen ist bindend. Tötet jede Sturmfaust mit meinem Dolch Wiepernschlag. Das Blut, das er in sich aufsaugt, lädt seinen Zauber auf. Bringt mir den Dolch zurück, sobald er voll aufgeladen ist. Er saugt Blut auf? Um seine Verzauberung aufzuladen, ja. Ich habe vollstes Verständnis, wenn das euch oder dem Prinzlein etwas unangenehm ist. Naja, was heißt unangenehm, ne? Es ist nur irgendwie seltsam, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Ja, ich habe wenig Zeit zum Reden. Ich dachte, das ist schon wieder diese Bea. Ich krieg die Krise, wenn ich diese Stimme schon höre.
So, dann schauen wir mal eben, dass wir den Kopf besorgen. Kopf von Bitterklinge, Kopf von Bitterklinge, komm mal heraus. Hallöchen, wir brauchen einen Kopf. Der falsche König und seine Augen. Red nicht so viel. So, dann ladet Vipernschlag auf an 5 Leute. Machen wir das doch? Ich habe gerade gesehen, da ist noch was Feines. Ich hoffe, das ist gleich auch noch da. Wollt ihr mich veräppeln? Ich konnte das jetzt gerade mal einmal aufladen, obwohl das 3 Leute waren, die da gelegen haben. Das ist aber nicht so einfach, hier diesen komischen Dolch aufzuladen, habe ich so das Gefühl. Na gut. Zur Strafe nehmen wir jetzt hier noch ein paar Sachen mit. So, da sind noch andere Leute. Was ist mit dir da hinten? Komm mal her. So, wenn die eh nicht wollen, dass wir da den größtmöglichen, also mit dem geringsten Einsatz den größtmöglichen Erfolg hier bekommen, dann machen wir das anders. Nehmen wir natürlich die Leute einzeln. Soweit es geht und nicht die Gruppen. Das geht dann nämlich schneller. Hallo? Hoppala. Ja, jetzt mach. Komm. Wie noch nicht bereit? Wir müssen den aufladen. So. Bin übrigens gerade am Überlegen, ob wir den nicht auch hätten aufladen können, indem wir zu den einzelnen Leichen rübergegangen wären. Aber ja, Kopf aushändigen. Achso, genau, wir haben ja jetzt beides gleichzeitig gemacht. Es gibt eine dringende Aufgabe für euch. Ja, geh mir nicht auf die Eier, du blöde Bohrer. Moment, wo müssen wir jetzt hin? Das ist klar. Aber wo ist die Echse jetzt? Wir gehen erstmal hier hin. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Dann mach doch eine. Alarmiert die Herolde. Irnsgars Botengänger ist zurückgekehrt. Ich habe Vipernschlag für euch aufgeladen. Das habt ihr wohl. Ich würde euch Beifall spenden, aber es ist nun wahrlich keine große Leistung, ein paar Sturmfäuste zu töten. Allerdings beweisen eure Bemühungen im Namen des Prinzleins, dass er sein schwachsinniges Verhalten an der Feste Amol tatsächlich wieder gut machen möchte. Es würde sicher helfen, wenn ihr aufhört, ihn Prinzlein zu nennen. Das stimmt, doch das wäre nicht so unterhaltsam. Oh, na gut, ich werde mit Prinz Irnsgar zusammenarbeiten. Mein beachtliches Wissen und meine große Erfahrung sollen ihm zugutekommen. Das ist doch mal ein Wort. Jetzt muss ich nur noch unsere Argoniarin wiederfinden. Ach, da steht sie jetzt auf einmal doch um. Ah, der tapfere und geheimnisvolle Champion kehrt zurück. Habt ihr etwas für mich? Ich habe den Sturmfaustkommandanten besiegt. Und ich sehe, dass ihr mir seinen Kopf gebracht habt. Bitterklinge war ein würdiger Gegner und eure Bemühungen im Namen Prinz Irnsgars haben meine Meinung über ihn gehörig verbessert. Ich werde mich mit dem Prinzen beraten und ihm nötigenfalls meine Hilfe anbieten. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass die jetzt vor mir auf die Knie gegangen ist? Ich stehe nicht so auf Argonia. Ach, die hat sich einfach hingesetzt wie so eine faule Socke. Okay, jetzt verstehe ich das besser. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich muss zum Prinzen. Weh, die steht dann wieder hier vor der Tür. Die ist ja noch schlimmer als diese Troller da aus Frotgar, also die einen nach Osinium einlädt. Wohlan, meine Freundin. Ich habe die Aufgaben für die Anführer der Argonia und der Dunkelelfen abgeschlossen. Mir wurde mitgeteilt, dass General Jevet Noramil und Augen aus Stahl mich treffen möchten. Ich werde ihnen den Respekt erweisen, den sie verdienen, und daran arbeiten, unser Bündnis zu stärken. Wieder einmal bringt eure Hilfe unsere Sache voran. Ihr habt meine Dankbarkeit. Ich muss mit den Tarnen und Paktführern mögliche Strategien diskutieren. Ja, gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte?
Die Anführer der Argonier und der Dunkelelfen sind zu einem Treffen bereit. Es ist Zeit, einen Kriegsrat abzuhalten. Meint ihr, dass ihr auch die Tarn überzeugen könntet, daran teilzunehmen? Sie sind zwar ein recht unabhängiger Haufen, aber ihr Rat wäre mir sehr willkommen. Ich kann mit den Tarn sprechen. Beginnt mit Tarne Harwald. Er war ein enger Freund meines Vaters. Wenn man sich auf einen der Tarne verlassen kann, dann ist es Harwald. Ich werde losgehen und mit Tarne Harwald sprechen. Wir werden uns vor dem Zelt der Heiler treffen. Ich bin sicher, dass es meinem Vater gut genug gehen wird, um sich uns anzuschließen. Okay, jetzt muss ich nur noch wissen, wo wir die Leute überhaupt finden. Das sieht schon mal gut aus. Die müsste irgendwo hier vorne sein. Hallo? Irgendwo da hinten? Ah, da ist sie. Nee, ich habe gehört, dass der Geist von Königin Nurnhilde in der Feste Morwunskar gesehen wurde. Ja, mehr habt ihr nicht gut zu sagen. Übt weiter. Okay. Ich bin im Moment ein wenig beschäftigt. Kommt später wieder. Moment, er ist doch hier die ganze Zeit am Reden gewesen, oder? Das war aber doch eine Frauenstimme, also muss sie doch gesprochen haben. Sieht ein bisschen seltsam aus. Na gut, Prinz Inskar möchte gerne, dass ihr dem Kriegsrat beiwohnt. Möchte er das? Und ich schätze, ich soll direkt auf seinen Befehl hinspringen. Warum sollte ich das tun? Schon bevor sein Vater vergiftet wurde, hat er nichts als Dickköpfigkeit und Frechheit an den Tag gelegt. Prinz Inskar begehrt eure Weisheit und euren Rat. Er ist nicht länger unbesonnen. Ich schätze, dass ich meiner Freundschaft mit Joron zuliebe dem Prinzen eine zweite Chance geben sollte. Ich werde mich mit ihm treffen. Habt ihr schon mit den anderen Tarne gesprochen? Noch nicht. Dann schlage ich vor, dass ihr als nächstes Oda Wolfsschwester aufsucht. Sie ist eine gute Frau, wenn auch etwas seltsam. Sie hat einiges für Wölfe übrig. Aber viel Glück bei der Suche nach ihr. Sie streift meist in den Wäldern umher und hält Zwiesprache mit ihren geliebten Wölfen. Schon mal dran gedacht, dass sie deswegen auch Wolfsschwester heißt? Ich werde als nächstes Tarne Oda aufsuchen. Nicht, dass ihr darum gebeten hättet, aber wenn ihr meinen Rat wollt, dann sprecht mit Odas Huskarl. Jaema versucht, ihre Tarne im Auge zu behalten, was gar keine leichte Aufgabe ist. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie am Haupttor und schaute sich nach ihrer Herrin um. Nun geht. Ich werde mich gleich mit Irnskar treffen. Zeigt mir, wie ihr eure Waffe schwingt. Okay. Legt den ganzen Arm dahinter. Der sagt aber, ich soll in die Richtung gehen. Ach, jetzt steht da wieder, erlebt den Ebenerz. Packt, ey, das ist so nervig, wirklich. So, Moment, wo ist sie denn? Da oben irgendwo? Die Gilde braucht euch, Kameradin. Halt die Klappe. Ich bind dich irgendwo an einem Baum fest, wenn du mich nochmal auflauerst. Mir nochmal auflauerst. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr. Und jetzt habe ich die Tarne hier übersehen. Moment. Nee, sie ist doch hier hinter. Dann bin ich nur auf der falschen Seite raus. Moment. Ach, sie ist oben. Ja. Beziehungsweise nicht sie, sondern nee, Jamea heißt die. Ihr seid aber zäh. Danke. Ich suche nach Tarne Oda Wolfsschwester. Und seht ihr sie etwa? Sie ist nicht hier. Sie treibt sich irgendwo da draußen herum und spricht mit ihren geliebten Wölfen. Wie soll ich sie beschützen, wenn sie ständig in die Wälder rennt, ohne mir Bescheid zu geben? Sie ist eine unerträgliche Person. Unerträglich. Ich muss mit ihr im Auftrag von Prinz Irnskar reden. Als ich sie das letzte Mal sah, war sie östlich des Lagers und hielt Zwiesprache. Mit Wölfen. Aber etwas verbindet sie mit diesen Kreaturen. Ich habe noch nie gesehen, dass sie einen Wolf auch nur angeknurrt hätte. Ihr werdet natürlich nicht so viel Glück haben. Aber wenn ihr Wölfe tötet, wird sie darüber nicht sehr erfreut sein. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich diese Sache angehen soll? Ihr solltet einen Hundskappenpilz essen. Angeblich kann man damit seinen Körpergeruch überdecken. Dann greifen einen keine Wölfe mehr an. Habe ich zumindest gehört. Ich halte mich einfach von den Wölfen fern. Oder ihr müsst die Wölfe halt töten, bis ihr Tarne Oda findet. Aber das wird kein gutes Ende nehmen, wenn ihr ihre Hilfe benötigt. Wo finde ich diese Pilze? Hundskappenpilze wachsen oft auf Baumstämmen. Ich meine, ich habe welche auf dem großen Baumstamm gleich vor diesem Tor gesehen.
Okay, vielen Dank. Ich gehe dann mal auf die Suche nach diesen Pilzen. Ah, okay, die sind sogar markiert. Sehr schön. Hundskappenpilz. Was für ein Name. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich erbreche mich hier gleich, aber ansonsten ist alles gut. Aber das sah eher so aus, als würde sie hier sonst was machen. Hier sind aber gar keine Wölfe. Wo sind die denn alle? Da hinten sind welche. Da sind auch welche. Ihr seid süß. Ich würde gerne länger vor euch stehen bleiben, aber irgendwann lässt die Wirkung nach, das weiß ich. Ich komme gerne hierher und genieße die Natur. Tane, oder? Ich hätte nach euch gesucht. Kennen wir uns? Ja, soweit ich weiß, ja. Prinz Irnska braucht euch beim Ratstreffen. Was ist das für ein entzückender Duft? Oh, noch eine Bewunderin der Wölfe. Ja. Ihr habt etwas Hundskappe gegessen. Ihr habt diesen wunderbar schweren Duft von Fell und Erde und Gras und altem Fleisch. Ich würde ja gerne sagen, das ist erfrischend, aber das wäre gelogen. Er ist wirklich stark. Ihr scheint es nicht allzu sehr zu genießen, eins mit den Wölfen zu sein. Ich schätze, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Sei's drum. Ihr sagtet, dass der Prinz euch schickt? Bestimmt will er, dass ich bei seinem Kriegsrat dabei bin. Ja, Prinz Irnska hofft, dass ihr am Rat teilnehmen werdet. Ich freue mich, dass er daran gedacht hat, jemanden zu schicken, der meine Wolfsgeschwister respektiert. Ich werde am Rat teilnehmen. Die Wirkung der Pilze wird weiter für eure Sicherheit sorgen, aber sie wird nicht ewig anhalten. Ihr solltet Tane Yegi aufsuchen. Falls er nüchtern ist, sollte er teilnehmen. Ja, falls er nüchtern ist. Das ist ein schöner Satz. Wer ist denn hier heutzutage noch nüchtern in diesem Spiel? Ich erlebe hier überall irgendwelche Besoffenen. So, dich meinen wir wahrscheinlich. Met oder Milch? Seid ihr ein Nord oder eine Mücke? Du siehst so ein bisschen aus wie der halbnackte Nord. Prinz Irnska hat mich geschickt, um mit euch zu reden. Tja, mein Ruf eilt mir voraus. Ich bin vielleicht die Hälfte der Zeit betrunken, aber mein Verstand ist immer noch scharf. Prinz Irnska möchte sich mit einigen der Tane und den Gesandten des Pakts treffen. Habe ich recht? Ihr habt recht. Natürlich habe ich das. Aber erspart mir eure Versprechungen. Der Prinz ist ein Skeva. Wisst ihr, was mich dazu bewegen könnte, an diesem langweiligen Kriegsrat teilzunehmen? Met. Insbesondere etwas vom besten Gebräu aus der Volja-Met-Kellerei. Einige Kisten davon sind erst vor kurzem im Lager angekommen. Wer hat den Met? Ich weiß, wer ihn nicht hat. Ich. Eine Kiste haben die Dunkelelfen erhalten, aber sie verabscheuen das Zeug. Fragt ihre Quartiermeisterin. Ich wette, sie rücken ihn heraus. Oder schaut euch einfach nach Flaschen um, die in der Gegend herumliegen. Solange es Met ist, schert es mich nicht, wo er herkommt. Okay, besorgt 6 Flaschen oder fragt die Quartiermeisterin der Dunkelelfen. Wo habe ich denn die Auswahl mit der Quartiermeisterin? Die ist ungefähr da in der Richtung. Mal schauen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe bisher die Flaschen, glaube ich, immer geklaut. Ich würde die jetzt aber gerne mal ansprechen. Oh, ich habe den Geruch immer noch drin. Ihr gehört nicht zu meinen Soldaten. Braucht ihr etwas? Habt ihr etwas Met, den ihr hergeben würdet? Met? Abscheulich süßes Zeug. Da sehne ich mich doch sofort nach Shane oder einem Fläschchen Flynn. Das sind echte Getränke. Ihr habt recht, das Zeug ist abscheulich. Gerade gut genug für Nord. Bei mir werdet ihr es los. Ich verstehe dieses starke Verlangen nach Met nicht. Wie vertragen die Nord nur so viel davon? Ihre Fähigkeit, die Waffen zu schwingen, scheint es allerdings nicht zu beeinträchtigen. Hier, ich bin froh, es loszuwerden. Vielen Dank. Ja, und ich war immer so doof und hab die Sachen geklaut. Das brauche ich dann wohl nicht mehr zu erwähnen. Nee, er war eins tiefer, oder? Nee, er ist doch hier oben. Manchmal ist es kompliziert mit diesen ganzen Sachen hier oben in der Leiste drin. Konntet ihr schon etwas von diesem Volja-Met ergattern? Hier ist der Met, nach dem ihr verlangt habt. Ah,
das ist das gute Zeug. Trinkt mit mir auf die Gesundheit des Schnallenkönigs. Ich meine, des Galgenkönigs. Ein Schnallenkönig wäre nicht so gut. Mhm. Ich schätze, ein Schlückchen kann nicht schaden. Es sei denn, ich verblöde dann genauso wie er. Gedacht wie ein echter Nord. Zumindest fast. Nächstes Mal solltet ihr es hiermit probieren. Ich schätze, ein Schlückchen kann nie genug sein. Hat der mich gerade ausgelacht? Ich muss mich ein wenig stärken, wenn ich am Rat teilnehmen soll. Gleich nach dieser Flasche gehe ich rüber. Mhm. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall schon mal rüber. Ich hoffe, dass er jetzt nicht als Schnapsleiche irgendwo in der Ecke landen wird. Er sollte dann zumindest danach trinken und nicht jetzt alles auftrinken. Hallöchen. Ach nee, der Rat ist hier unten. Entschuldigung. Fildgor ist in Skuldafen mit der Krone von Freydis und der Leiche von Königin Nunhilde. Was hat er vor? Der Orktane will sie am Drachenschrein verwenden, um den Thron meines Vaters zu rauben. Vielleicht ein nekromantisches Ritual? Die Krone ist ein mächtiges Artefakt. Kaum auszudenken, was der Orktane damit erreichen könnte. Mir gefällt gar nicht, dass dieser Mistkerl unsere legendäre Krone missbrauchen könnte. Und ich hasse es, dass er die Leiche unserer geliebten Königin hat. Vater, welche Ehre. Wie schön, dass es euch wieder besser geht. Mein Bruder möchte Sovngarde die Seele meiner Schwester entreißen. Die Krone von Freydis sieht die Seele, nicht die Person. Schön, dass es euch gut geht, Jorun. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir uns Skuldafen nähern sollen. Ja, wir reden und schmieden Pläne, während Fildgor sich verschanzt. Also, sind wir zu einem Schluss gekommen? Die Sturmfäuste haben den Hauptweg zum Drachenschrein befestigt. Ein Frontalangriff würde Zeit kosten, die wir nicht haben. Zeit ist ein Luxus, den wir nicht haben. Wenn Fildgor dieses Ritual vollendet, ist alles verloren. Deshalb wolltet ihr also diese Kundschafterberichte sehen. Ihr glaubt, dass es einen anderen Weg nach Skuldafen gibt. Es gibt immer einen anderen Weg. Habt ihr kurz Zeit, Champion? Ja. Bin ich der andere Weg? Hallo? Er hat so auf mich drauf gezeigt. Wohlan, meine tapfere Freundin. Die Zeit unseres Sieges ist nah. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ja. Ich bin dankbar für alles, was ihr schon getan habt. Doch eure Fähigkeiten werden wieder einmal gebraucht. Unsere Truppen werden mit dem Angriff auf Skuldafen beginnen. Aber wir brauchen einen schnelleren Weg, um Fildgor zu erreichen. Hat General Jewef Noramil die Kundschafterberichte erwähnt? Ja. Wir haben das Gebiet von mehreren unserer besten Späher absuchen lassen. Tanemera hat etwas in den Hügeln nördlich von hier gefunden. Diese Drachenschreine sind voller geheimer Gänge und Türen. Und da komme ich dann wohl ins Spiel. Das ist gut. Sorgt dafür, dass der Weg für unseren Angriff frei ist. Sprecht mit General Noramil. Er hat uns in unseren Bemühungen unterstützt, das Gebiet nach einem anderen Zugang zu erkunden. Der Ebenherzpakt steht fest zusammen, um den Orktane zu besiegen. Ja, und wir haben einen schweren Torso bekommen von Akavirische Drachengarde. Schickt hier nach drüben, mir, Champion, wenn ihr mich braucht. Ja. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann quasi mit dem Angriff, wie auch immer, in der nächsten Folge weitermachen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.